Moin meine Lieben, ich bin's wieder, euer Sky, und diesmal geht's um die Kilton-Quest-Reihe bzw. um das Kilton-Abenteuer. Das ist ein versteckter Händler, wo wir am Ende sozusagen als Belohnung das Darklink-Outfit bekommen, was ich jetzt hier gerade anhab. Vorab gesagt, es kommt darauf an, wie weit ihr im Spielfortschritt seid. Habt ihr schon alle 4 Titanen besiegt und jede Menge Monsterteile gefarmt? Könnt ihr dieses Outfit relativ schnell erhalten? Seid ihr relativ am Anfang, kann das schon eine Weile dauern. Wie man diesen Händler jetzt nun freischaltet und was man dafür tun muss, das zeige ich euch jetzt. Dazu begeben wir uns erstmal zum Stall von Ostakala, den ihr an dieser Position hier findet. So. Und redet mit der Wache Holm, der euch erstmal eine Quest gibt. Wir erhalten jetzt die Quest Verdächtige Verkäufer, und zwar hat uns Holm von einem Kilton erzählt, der einen Monsterladen betreibt, und wir sollen ihm bitte ein Foto von ihm bringen. Alles klar, dann machen wir jetzt einfach mal jetzt auf den Weg zu diesem versteckten, mysteriösen Händler. Dazu warten wir am besten am Lagerfeuer, bis es Abend ist, und begeben uns dann zu dem Sunakai-Schrein, der sich weiter nördlich hier befindet, und zwar hier an diesem See. Wer ihn noch nicht freigeschaltet hat, der muss sich einfach mal zu Fuß dorthin begeben, ansonsten komfortabel hinteleportieren. So, meine lieben Leute, sind wir am Schrein angekommen. Erkennen wir auf der Karte so 2 kleine Inseln vor uns. Und auf die größere von den beiden, da müssen wir hin. Da sehen wir auch schon von hier oben so ein komisches Gebilde. Und das ist der Laden von Kilton. So, dann landen wir einfach mal. Denkt an dieser Stelle dran, einfach mal ein Foto von ihm zu machen, damit wir die Quest von der Wache schon direkt abschließen können. So. Denn Kilton verschwindet gleich nach diesem Gespräch. Und das werde ich jetzt einfach mal ganz kurz im Fast Forward vorspulen. So, der liebe Kilton hat uns jetzt erzählt, dass er einen Monsterladen eröffnen will, aber dafür betreibt er noch Forschungen an verschiedenen Orten. Und da können wir ihn auch antreffen. Unter anderem in Kakariko, in Hateno, Dorf der Ordi der Zoras, dann in Gerudostadt, in Angelstädt und am Akalasee manchmal. Das Ding ist jetzt, er ist komplett random an diesen Orten vorzufinden, natürlich immer nur nachts. Und er ist auch nicht immer zu einem Gespräch bereit. Das heißt, er muss echt Glück haben, dass man ihn erstens anfindet und zweitens, dass er noch mit einem richtig ins Gespräch kommt. Und dann kann man sozusagen diese ganze Questreihe fortführen, indem man Monsterteile eintauscht und so weiter. Ich werde mich jetzt einfach mal auf die Suche begeben, um euch das zu zeigen. Und dann sage ich mal hoffentlich bis gleich. So, ich habe den guten Kilton jetzt zum Beispiel im Dorf der Zoras oder besser am Dorf der Zoras gefunden. Die Position ist direkt neben dem Dakiki-Schrein und wir probieren jetzt einfach mal mit ihm zu reden und mal gucken, was er uns zu sagen hat. Aber bevor wir das Ganze machen, wollte ich euch eben einfach nochmal die anderen Locations von Kilton mit auf den Weg geben. Hier sind wir gerade über Kakariko auf einer kleinen Bergspitze und da hinten ist Kilton. Hier ist er zum Beispiel im Dorf der Orni. Hier befinden wir uns gerade in Hateno. Und in Gerudostadt. Angelstädt ganz im Südosten der gesamten Karte. Und zu guter Letzt direkt am Akalasee unter Taburasa.
So. Er hat natürlich für sich seine eigene Währung erfunden, um den Markt zu destabilisieren. Das erfahren wir gleich von ihm. Moni ist eine Währung, die ich selbst erfunden habe, um die nur in meinem Laden gültig ist. Okay. Du bringst mir Monstermaterialien und ich tausche sie gegen Moni. Moni, wiederum kannst du bei mir für Monster-Accessoires ausgeben, die ich während meiner Forschungen entwerfe. Okay. So. Das heißt, wir tauschen erstmal sozusagen unsere Monsterteile, die wir dabei haben, die wir natürlich nicht mehr brauchen, wo wir halt jede Menge davon haben, einfach mal gegen Moni um. Das mache ich jetzt eben einfach mal. So, nachdem ich jetzt sozusagen fast alles, was ich so an Monsterteilen dabei hatte, eingetauscht habe, natürlich habe ich mir einen kleinen Puffer übergelassen, falls ich das eventuell noch für irgendwelche Upgrades von Rüstungen brauche, kann ich nur mit Moni einkaufen. Und er hat mir nämlich gerade erzählt, dass er auch bestimmte Accessoires sozusagen jetzt im Repertoire hat. Unter anderem die Dunkel-Link-Ausrüstung. Hier sehen wir die Dunkel-Link-Kapuze, das ist das teuerste. Mit knapp 2000 Moni. Die kaufen wir jetzt einfach mal. Das Dunkel-Gewand für knapp 1000. Und die Dunkelhose. So. Natürlich gibt es neben diesen Sachen noch andere. Zum Beispiel Monstersattel, Monstersaumzeug, eine Leunenmaske, eine Ichalfos-Maske, Moblin-Maske und Bobklin-Maske. Diese Masken dienen dazu, dass wir, wenn wir sie anziehen, erkennen und ergreifen uns diese bestimmten Gegner nicht an. Das heißt, wir können uns auch einem neuen ohne Probleme nähern. Ja, wir gucken uns einfach mal an, wie das Dunkel-Outfit jetzt mal aussieht. So, meine lieben Leute, so sieht das Set dann vollständig angezogen aus. Es macht schon was her, finde ich, und es hat sogar einen Set-Bonus, wenn wir alle drei Sachen anziehen, können wir nachts schneller rennen. Ist jetzt nicht ein Riesenvorteil, aber an sich kann man sagen, ist das Set an sich ein relativ cooles Gimmick. Mehr aber auch nicht. Es ist relativ aufwendig, diese ganzen Moni zu sammeln. Das heißt, es muss jeder für sich selbst entscheiden, ob es sich für ihn lohnt, ob er dieses Set auch wirklich haben möchte. Alles klar. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Tutorial wieder weiterhelfen. Falls es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einfach ein Like da. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis denn, euer Sky. Tschüss.